Was für ein schöner Tag, um ein Abenteuer zu erleben. Aber alle packen schon zusammen. Ich habe gesagt, alle packen schon zusammen. Das heißt, sie fahren. Jetzt. Mann, warum hören die Leute nie auf mich? Wartet mal, Leute, ihr habt das Toilettenpapier! Ganz ruhig. Vielleicht haben sie deine Sachen zurückgelassen. Hast du für Notfälle gepackt? Na, ekliges Ungeziefer. Na, hast du irgendwas gegen Mückenstiche? Oh, wow. Ein Sauger. Es scheint ziemlich schnell und schmerzlos zu sein. Und du kannst es am ganzen Körper anwenden. Warte mal, ich glaube, du sollst es nur so verwenden, wie es auch vorgesehen ist. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Hey, wirst du was von den Süßigkeiten teilen? Oh, wenn ich es mir recht überlege, will ich doch nichts. Was machst du mit dem Stuhl? Oh, du änderst seinen Aufgabenbereich zu Toilette. Ich werde jetzt nicht fragen, wie ihr Verdauungssystem funktioniert. Denkt dran, dass ihr eure Erdbeeren ordnungsgemäß entsorgt und noch einen Stuhl mitbringen solltet. Hey, wenn ich du wäre, würde ich in der Tasche nach einem Kissen oder einer Decke oder sowas suchen. Wow, das ist ja noch besser. Ein ganzes Bett. Naja, eines, das du mit Luft füllen musst. Gut, dass wir in der freien Natur sind, mit ganz viel frischer Luft. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass du eine Decke hättest mitbringen sollen. Gute Idee. Wenn du im Kapuzenpulli frierst, dann denk nur mal an die armen Bäume. Vielleicht solltest du das, was du da tust, unter Verschluss halten. Moment mal, sie deckt sie nicht nur zu, sie macht ein ganzes Netz. Ein Netz, das im Grunde auch eine Hängematte ist. Hoffen wir, dass es gut hält. Außerdem, warum sollten nur Spinnen den ganzen Spaß haben? Ja, diese verdammten Vögel. Wo ist Colonel Sanders, wenn man ihn braucht? Zeit zum Saubermachen. Sammle zuerst etwas Wasser in einer Plastiktüte. Mach ein paar Löcher rein und du bekommst eine coole Dusche. Okay, heute haben wir gelernt, dass Achte auf Schritt und Tritt manchmal wörtlich genommen werden sollte. Gute Idee. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, sich die Füße nass zu machen. Wirf beim nächsten Mal einen Stein voraus, um sicherzugehen, dass es nicht tiefer ist, als es aussieht. Ich frage mich, was sie sonst noch so können. Oh, schau, sie halten auch deine Hände sauber. Wem genau winkt sie zu? Sieht aus, als wäre es Zeit für eine Bastelei. Ja, eine Heißklebepistole ist der beste Freund eines Mädchens. Tragt sie immer bei euch. Seht ihr? Damit konnte sie neue Freunde finden. Oh, wie süß. Wenn wir genau hinschauen, gibt uns die Natur immer, was wir brauchen. Seht ihr? Alles kann auf Bäumen wachsen. Sehr gut. Eier passen perfekt zu dem Würstchen. Und wo ist der Kaffeebaum? Ein Eierkocher. Sicher, dass du es nicht roh probieren willst? Corn Dogs zum Frühstück sind die wichtigsten Corn Dogs des Tages.
gute Idee. Man sollte immer genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Und mit diesem Filter hast du so viel Wasser, wie du brauchst. Tja, keinen Tropfen zu trinken, sagten sie. Ich liebe es, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wahrscheinlich hättest du das für deine Dusche verwenden sollen. Trotzdem, ein tolles Getränk und immer noch genug Wasser zum Schwimmen. Ja. Oh, was ist denn jetzt los? Hoffen wir mal, du hast was eingepackt, das du auch aufhängen kannst. Okay, dein Pulli ist ein guter Anfang. Jetzt müssen wir nur noch einen Schrank dafür bauen. Ach, dieser Zweig reicht. Und das gerade noch rechtzeitig bei all dem Schweiß. Gute Idee. Wahrscheinlich werden so auch die Hosen trocken. Hm. Was können wir sonst noch so tun? Hängen Leute auch ihre Schuhe auf? In solchen Zeiten wünschte ich, dass es mehr Einkaufszentren gäbe. Ja, wer braucht schon Gesellschaft, wenn man sich einen neuen Freund kreieren kann? Irgendetwas sagt mir, dass du weiterhin diesen blauen Schutz hättest tragen sollen. Hunger oder was? Oh, cool. Das ist wie eine Serviette, aber klein wie ein Pfefferminz. Gib es einfach ins Wasser. Und schon bald sind diese Schuhe wie neu. Okay, das ist ein bisschen zu sauber. Warte mal, du hattest die ganze Zeit ein Handy? Ruf Hilfe, bestell eine Pizza, irgendwas. Ach, vergiss es. Klar, und ein Ladegerät hatte sie auch. Schnell, lade es auf, bevor die Sonne untergeht. Tja, du hättest deine Energie nicht darauf verwenden sollen, all diese Kleider aufzuhängen. Gut, es ist aufgeladen. Okay, prüf mal deine Mails. Aber dann ruf endlich Hilfe. Das ist nicht gut. Ich meine, was bringt's, draußen zu sein, ohne ein Selfie zu machen? Cool, ein reflektierender Spiegel. Und wenn du Licht hast, hast du auch Wärme. Lohnt sich wohl nicht, für diese Baum-Hotdogs zurückzugehen. Ich schätze, das ist jetzt einfach ihr neues Leben. Es ist friedlich. Gott sei Dank, Hilfe ist da. Ich schätze, sie haben umgedreht, als sie merkten, dass sie das Klopapier vergessen haben. Oh, er hat seinen Doppelgänger gesehen. Und du da, ich würde meinen Kopf da lieber nicht reinstecken. Schnell, während sie abgelenkt sind, nimm das Auto. Und nimm mich bitte mit. Ach, egal. Schätze, das ist jetzt euer neues Leben. Also, wo war nochmal der Hotdog-Baum? Das war ja wirklich camptastisches Zeug. Wenn ich's nach Hause schaffe, sehen wir uns beim nächsten Mal.